Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Ist Gott dein Diener und du sagst, mach mal, der ist krank, mach mal den gesund, mach mal das, mach mal jenes. Oder ist Gott dein Vater? Besprichst du deine Situation, deine Nöte am Tisch des Vaters oder kommandierst du von der Erde in den Himmel, Gott, mach mal? Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dazu müssen wir nicht mehr die Bibel zur Hand nehmen, das können wir auswendig, das kann fast jeder auf der ganzen Erde auswendig. Das Gebet unseres Herrn, wie er es gelehrt hat, und dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist das, was da richtig drin steckt. Und ich möchte jetzt heute nicht das ganze Vaterunser erklären, ich möchte mich hauptsächlich auf Passage konzentrieren. Und wir machen jedes Jahr Heilungstage und da ist es immer wichtig, dass wir auch erklären, es dreht sich nicht nur um physikalische Heilung, nicht nur um mein Fuß muss besser werden, mein Kopf muss besser werden und so weiter. Nein, es dreht sich um Geist, Seele und Leib und das spielt zusammen. Geist, Seele und Leib hängt zusammen und es ist wichtig, dass alle drei Teile gesund sind. Ansonsten haben wir ein Problem oder das Problem ist nur sporadisch weg und es kommt immer wieder. Ja, um Heilung oder sonst irgendwas von Gott zu empfangen, brauchen wir Ressourcen. Ressourcen, wir holen unsere Ressourcen manchmal nicht von der richtigen Quelle, das wissen wir. Und drum heute so ein paar Tipps, wie wir wieder uns zentrieren können zu der richtigen Quelle. Ich möchte ein Stück von dem Vater unser vorlesen, Matthäus 6, Abvers 9. Darum sollt ihr also beten, unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Das ist das, was wir kennen. Dein Wille geschehe. Ich habe schon so viele Christen erlebt, dein Wille geschehe. Ja, Gott weiß eh, was er tun will und was er tut und ich muss ja gar nicht mehr beten und er weiß ja eh alles und es geschieht ja eh alles, wie es kommen muss und so weiter. Das heißt, okay, dein Wille geschehe, na Gott, mach mal. Du hast ja gesagt, dass du alles kannst, jetzt mach mal. So ist es nicht. Wenn es heißt, dass dein Wille geschehen soll, ihr Lieben, er möchte mit uns zusammenarbeiten. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Und wir finden viele in der Bibel, die mit Gott Gemeinschaft hatten. Ja, Mose hat sogar mit Gott geredet und hat Gott sogar umgestimmt für eine Sache, wo er das Volk strafen wollte, ein Elia hat mit Gott geredet und so viele andere. Und natürlich Jesus, als er auf der Erde war, hat eigentlich alles, was er getan hat, mit Gott abgestimmt. Und es ist nicht so, Gott, mach mal, Gott ist der Größte, Gott kann alles und Gott, mach mal, sondern wir müssen uns wirklich mit ihm in eine Familiensituation hineinbegeben. Dazu gleich mehr. Jesus zum Beispiel, als er auf der Erde war, fragte er einen Kranken, willst du gesund werden? Wir sagen alle, ach, blöde Frage, wer will nicht gesund werden? Hatte ich auch gedacht, aber wir haben schon so einige Erfahrungen gemacht, nicht jeder will gesund werden. Du sagst, warum will einer nicht gesund werden? Ja, wir hatten mal einen Fall, da heißt es, wenn ich jetzt gesund werde, verliere ich meine Rente. Ja, da ist es halt wichtig zu entscheiden, was dir lieber ist. Auch heute, in deinem ganzen Leben,
Weil Gott drängt dir nicht irgendwie etwas auf und sagt, das ist mein Programm, das musst du machen. Nein, es kommt aus einer Kommunikation mit dem himmlischen Vater. Ja, was ist unsere Position? Aus welcher Position heraus agieren wir? So manche Christen, meine ich, die sind Vertreter von drei Firmen. Sie vertreten das Königreich Gottes, meistens am Sonntag. Sie vertreten das irdische Königreich, also was alles so auf der Erde passiert, was für Möglichkeiten da sind. Und wenn gar nichts hilft, dann manchmal auch das okkulte Königreich, wo man dann sagt, wenn man das oder jenes, die Streifen oder diese Praktiken macht, das könnte auch helfen. So ist manchmal, dass manche Christen so alle drei Firmen, möchte ich es mal überschreiben, vertreten und das immer anwenden, wo sie meinen, das ist eigentlich jetzt das Beste. Es heißt unser Vater, im Vater unser Vater, nicht du Gott im Himmel, nicht du allmächtiger Gott, nicht du Grenzenloser, nicht du, es heißt unser Vater. Es ist mein Vater, mein Vater. Mein Vater in dem Himmel, mein Vater in dem Himmel. Und wenn ich das verstanden habe, dass es mein Vater ist, weil ich Ja gesagt habe zu Jesus, wenn es mein Vater ist und ich es verstanden habe, dann ist es auch meine Familie. Dann gehöre ich zu dieser Familie. Ich bin ein Teil vom Königreich Gottes. Das sagen viele Christen, ja, Amen, selbstverständlich und so weiter. Ja, sind wir es wirklich? Wir sind es wirklich, wenn wir es auch leben. Wir sagen manchmal so viel und leben es nicht. Wenn wir zur himmlischen Familie gehören, haben wir auch den himmlischen Einfluss, den Einflussbereich des Himmels, die Autorität des Himmels. Ja, und wenn du in diesem Umfeld lebst, kommst du aus einer ganz anderen Perspektive und begegnest den Problemen und Nöten aus einer ganz anderen Perspektive. Es heißt in Matthäus 6, Vers 33, suche zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird dir alles zufallen. Ich habe es noch ein bisschen nicht abgeändert, sondern, wie soll ich sagen, es heißt in einer Übersetzung, trachte zuerst, in der anderen heißt es, suche zuerst oder am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und da möchte ich jetzt sagen, so wird dir alles oder solches zufallen. Suche Gottes Reich. Suche Gottes Reich. Gottes Reich ist dort, wo Gott ist, wo Gott dein Vater ist. Nicht, weil Gott muss oder kann, sondern weil er dein Vater ist. So viele sagen, Gott muss mir helfen. Der muss mir helfen. Er hat es versprochen. Da sind die Verheißungen. Gewiss, wir sollen uns auf die Verheißungen stellen, aber er hilft dir nicht, weil er muss, sondern weil er dein Vater ist. Er ist dein Vater, mein Vater in dem Himmel. Du sagst, ja, was ist dann aber mein, ich habe für meinen Nachbar gebetet und der wurde geheilt. Ja, Gott heilt auch Ungläubige, aber das geschieht aus Gnade, weil Gott seine Liebe wirklich jedem Menschen erweisen möchte. Aber wenn er dich heilt, geschieht es als Familienmitglied. Mein Kind, ich sorge für dich. Mein Kind, ich helfe dir, ich heile dich. Ich löse deine Probleme, ich schenke dir Lösungen. Und das ist wichtig. Dein Reich komme, das heißt, wir Christen empfangen aus seiner Gegenwart, weil er da ist. Weil er da ist. Ich weiß noch, als wir Kinder waren, meine Mutter hatte immer eine Riesentasche dabei, wo es Bonbons drin hatte und Kekse und was auch immer, es kommt aufs Alter an.
Anfangs waren es die Bonbons, später waren es andere Dinge. Egal, aber immer, wenn man was gebraucht hat, wenn sie gesehen hat, jetzt wäre das oder jenes gut, sie hat die Tasche aufgemacht, hat uns Kinder das gegeben. Und so soll auch die Beziehung zu deinem Vater im Himmel sein. In welchem Herrschaftsbereich suchst du deine Lösung? Ich hatte es am Anfang von den drei Firmen und das möchte ich nochmal aufgreifen. Der himmlische Herrschaftsbereich, das Königreich Gottes, ist für uns bestimmt, auch wenn wir auf dieser Erde leben. Und wir haben gerade gelesen, auf Erden wie im Himmel. Und es gibt auch das Umgekehrte, wie im Himmel, so auf Erden, je nach Übersetzung, meint aber genau dasselbe. Und das auf der Erde Königreich Gottes erleben. Das heißt nicht, dass wir diese goldenen Straßen haben, dass alle Not vorbei ist. Das wird mal später sein. Da freue ich mich drauf. Aber hier auf der Erde Königreich Gottes erleben, das heißt, wir haben die Autorität des Königreich Gottes. In uns ist Liebe, in uns ist Wertschätzung, in uns ist Vergebung, weil mein Vater in dem Himmel das hat und mir geben möchte. Ja, und dann gibt es diese Ebene, die irdische Ebene des Königreichs dieser Welt. Das ist das Irdische, was um uns herum ist. Wir versuchen alles erstmal mit unserem Wissen und unserem Können. Wir haben Medikamente, wir haben Ärzte, Gott sei Dank haben wir Ärzte, Gott sei Dank gibt es Medikamente, gar keine Frage. Auch in der Bibel wird von Medikamenten und von Ärzten gesprochen. Das ist nicht konträr zum Königreich Gottes, aber es ist alles beschränkt. Die Möglichkeiten sind beschränkt. Und dann gibt es natürlich noch das okkulte Königreich, noch viele andere, aber ich möchte jetzt nicht so viele behandeln. Das okkulte, das heißt, wenn Gott nicht schnell eingreift und der Arzt nicht helfen kann, dann probiere ich mal die verschiedenen okkulten Praktiken aus. Da gibt es ja auch Resultate. Ja, jedes Königreich hat Resultate. Manche sehen sehr ähnlich aus, aber die Frage ist, was kommt danach? Was kommt danach, wenn du etwas bekommen hast? Bei dem einen im Okkulten bist du dann gefangen in diesen ganzen Praktiken und was das alles auslöst, aber im Königreich Gottes bist du frei. Du lebst in dieser Freiheit, die Jesus am Kreuz für dich errungen hat. Ich möchte dir eine Frage stellen. Ist Gott dein Diener? Ist Gott dein Diener und du sagst, mach mal. Der ist krank, mach mal den gesund, mach mal das, mach mal jenes und du weißt das und mach jenes. Oder ist Gott dein Vater? Besprichst du deine Situation, deine Nöte am Tisch des Vaters oder kommandierst du von der Erde in den Himmel, Gott, mach mal? Das muss uns bewusst werden. Wir sollen aus der Familiengemeinschaft empfangen. In jedem Königreich setzt du das frei, was es dort gibt. Im Königreich Gottes setzt du wirklich Lösungen frei, Rettung frei, Errettung frei, Heilung frei, aus dem Königreich Gottes. Im Okkulten setzt du das frei und im Irdischen setzt du die irdischen Dinge frei. Da ist es unsere Entscheidung, aus welchem Königreich wir Dinge freisetzen möchten. So viele Christen machen eine Mischung von allem und haben dann auch ihr Ergebnis, das ist auch eine Mischung. Und mit dem ist keiner zufrieden. Und dann macht man Gott Vorwürfe, Gott, ich gehöre doch zu dir und dann sieht es bei mir so aus. Ich sag dir, mach klare Entscheidung. Es ist deine Entscheidung, Gott zwingt dich zu nichts. Wenn du vom Königreich Gottes aus agierst, setzt du das frei, was es dort gibt. Ich möchte dir schnell eine Geschichte erzählen. Wir waren in Südafrika und da waren wir eingeladen bei einem Konzernboss. Und dieser Konzernboss hat ein schönes Haus mit einer Gästeabteilung und ich war dort eingeladen, in der Kirche zu sprechen und das war auch ein Kirchenmitglied und wir durften dort wohnen.
Und er hat uns begrüßt und seine Frau auch. Und seine Frau sagte, also wenn ihr morgen früh aufwacht, hier ist der Kühlschrank, alles gefüllt, nehmt euch raus, was ihr wollt. Ihr könnt alles, ihr könnt euch frei bedienen. Ja, was haben wir gemacht? Wir sind aufgestanden, haben uns aufs Frühstück gefreut. Unsere Gastgeber müssten doch jetzt kommen und müssten uns was hinrichten, waren schon überrascht, dass auf dem Tisch nicht mal ein Teller stand, sondern alles schön aufgeräumt war. Wir saßen am Tisch und haben ein bisschen miteinander geredet und dann kam die Frau und sagt, ja, sagt mal, ich habe euch doch gestern gesagt, holt euch, bedient euch im Kühlschrank, da ist alles drin und nimmt's doch und so weiter. Und wir, typisch deutsch, das sowas macht man nicht. Man geht nicht an einen fremden Kühlschrank. Um die Brücke zu schlagen, wie ist es auch im Herrschaftsbereich Gottes? Da ist alles da. Und sagen wir, das gehört Gott. Er muss das rausrücken. Nein, wir Christen haben im Herrschaftsbereich Gottes Zugriff auf das, was es dort gibt. Und dort ist das, was du auch brauchst. Und das ist was Wunderbares, dass wir das begreifen. Es ist da und es ist für dich. Es kann auch kein anderer dir das irgendwo klauen und sagen, ja, jetzt ist eigentlich ausgegangen. Beim Frühstück geht vielleicht das Müsli aus, aber im Königreich Gottes geht nichts aus. Und das war für mich so bedeutend, diese Erfahrung zu machen und ich sehe da auch die Parallele. In unserem Alltagsherrschaftsbereich, ihr Lieben, möchten wir Gottes Wirken sehen. Und ich sage dir, du siehst Gottes Wirken in seinem Königreich-Herrschaftsbereich, möchte ich es mal so ausdrücken. Wenn wir aus dem Unser-Vater-Bereich kommen, haben wir Autorität über alles das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, besiegt hat. Uns ist die Autorität gegeben und das lesen wir auch in der Bibel. Unser Vater in dem Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie gesagt, ich bringe heute nur einen Abschnitt von Vater unser. Wir sollen es aussprechen, bekannt machen, verkündigen. Ich sage gerne proklamieren. Wir sollen es proklamieren, ich gehöre zu dem Vater. In meinem Königreich gibt es Lösungen. In meinem Königreich, mein Königreich meine ich jetzt nicht Daniel Müller, sondern das Königreich Gottes, wenn ich Christ bin. In diesem Königreich Gottes gibt es Heilung, gibt es Befreiung, gibt es Lösungen, auch für die Tage, in denen wir leben, da gibt es Lösungen. Königreich Gottes komme, Wille Gottes geschehe. Im Königreich Gottes hat es nur die Dinge, die auch im Willen Gottes sind. Wie im Himmel, so auf Erden. Und das ist das Schöne, das ist nicht was, wo nach meiner Beerdigung ich irgendwo haben darf in der Ewigkeit. Nein, es ist etwas für heute, für hier, für jetzt, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sollten Dinge auf der Erde nicht akzeptieren, die es im Himmel nicht gibt. Was gibt es im Himmel alles nicht? Im Himmel gibt es keine Krankheiten, im Himmel gibt es keine Schmerzen, kein Hass, kein Leid und so weiter. Wir haben das auf der Erde und auch Christen haben das auf der Erde. Und auch nicht irgendwo jetzt den Schluss ziehen, ja, wenn ich das habe, bin ich wo verdammt oder falsch vor Gott. Nein, nein. Aber wir können von allem befreit werden, was es im Himmel nicht gibt. Also ich meine jetzt Krankheit, wir können geheilt werden. Wir dürfen um Heilung beten. Wir dürfen, manchmal kommt es sehr schnell, die Heilung, manchmal geht es länger und manchmal haben wir auch keine Antwort auf eine Situation. Auch das Missionswerk hat nicht Antworten auf alles. Aber weil ich jetzt in einer Sache vielleicht keine Antwort drauf habe, fange ich nicht an, alles in Frage zu stellen, sondern ich sage, ich glaube und ich werde es empfangen. Du kannst in jedem Königreich
das in Existenz sprechen, was es dort gibt. Ich habe schon gesagt, auch irdische Dinge kannst du in Existenz sprechen. Und das, was deine Rede ist von einem dieser Königreiche und du sprichst Dinge in Existenz, die du manchmal gar nicht haben möchtest. Gerade in Bezug auf Krankheit. Was wird da manchmal für ein Blödsinn geredet? Ich glaube, ich habe Krebs. Und du hast noch keine ärztliche Diagnose. Du musst aufpassen, dass du solche Sachen nicht in Existenz sprichst und dann gehst du zum Arzt und der Arzt sagt, sie haben Krebs. Dann sagst du, ich hab's gewusst. Wie wäre es ausgegangen, wenn du vielleicht gesagt hättest, Herr, ich danke dir dafür, dass die Symptome, die nach Krebs aussehen, nicht Krebs bestätigen. Wir dürfen wirklich beten dafür. Und sprich nicht deine Krankheit in Existenz, bevor du überhaupt weißt, ob du eine hast. Das ist auch ein wichtiges Beispiel. Manche sagen, Gott sende die Krankheit, um meinen Charakter zu entwickeln. Ich sage dir, Gott schickt nicht eine Krankheit, um den Charakter zu entwickeln oder dich zu prüfen. Sonst wäre es ja von dir Rebellion, wenn du zum Arzt gehst. Und es ist wichtig, wir sollen zum Arzt gehen. Und ich rate dir auch zum Arzt gehen, wenn dir was fehlt. Und das ist nicht irgendwo, wenn jetzt das, wenn das eine Sache, wenn Krankheit von Gott wäre, wäre das wirklich Rebellion, wenn wir zum Arzt gehen würden. Und das ist es wirklich nicht. Alles, was du nicht in deinem Lebensstil oder was du nicht im Lebensstil von Jesus findest, hat wirklich die Berechtigung, es zu hinterfragen. Oft möchten wir Gottes Eingreifen erarbeiten. Wir möchten nachhelfen. Wir beten lange Gebete, fasten, tun gute Taten und meinen, Gott müsste unsere Tat in Gebetserhörung umwandeln, in Heilung umwandeln. Ich sage dir, es ist richtig zu fasten, es ist auch gut, lang zu beten, gar keine Frage. Aber nicht die Länge, nicht die Härte und nicht dass das Drumherum hat den Einfluss, sondern deine Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Er belohnt Glaube, er belohnt Treue, er belohnt Liebe, er belohnt Wahrheit. Das ist das, worauf Gott reagiert. Und das ist, wir können nicht irgendwas oder ich schicke eine große Spende, Gott wird da, also bei der Spende muss er mich heilen oder muss er mir helfen. Nein. Gott, in der Bibel heißt es, Glaube, Treue, Liebe, Wahrheit, noch viele Dinge mehr. Das ist das, der Lebensstil im Königreich Gottes. In diesen Tagen wird sein, heißt es auch in der Bibel, was ihr bittet werdet, werdet ihr empfangen. Das hört sich an wie Weihnachten und das ist auch so. Du bist geboren, um jetzt schon im Königreich Gottes zu leben und in dieser Gemeinschaft zu leben. Wenn du sagst, wow, das habe ich nicht begriffen, dann fang heute an. Fang heute an und auch im Gebet rede mit dem Vater in dem Himmel. Aus dieser Gemeinschaft heraus schenkt er wirklich das Himmlische auf der Erde. Und es heißt auch in einem Vers, bleibe in mir. Wir sollen wirklich in ihm bleiben. In ihm bleiben, in diesem Königreich bleiben. Wenn der Inhalt unserer Gebete eins ist mit dem, was der Wille des Vaters ist, es wird geschehen. Freue dich. Und wir sind manchmal so ungeduldig und da muss es immer gleich, jetzt muss es geschehen. Gott kann alles besser als wir, das wissen wir. Aber er möchte mit dir zusammenarbeiten. Er möchte mit dir reden. Er möchte dein Herz spüren. Er möchte dein Herz spüren. Er möchte dir begegnen. Und ihr Lieben, ein Diener hat eine Liste, was der Herr tun soll. Mach jenes und das und das und das. Ein Kind lebt im Haushalt und redet mit dem Vater. Und wie ich anfangs schon sagte, es steht im Wort Gottes, suche das Königreich Gottes und alles andere wird dir zufallen. Wenn Gott für dich ein Diener ist, bist du frustriert.
Wenn du sein Kind bist, wirst du immer überrascht sein. Denn du wirst überschüttet mit Geschenken. Ein Geschenk nach dem anderen. Freue dich. Ich sag dir, lebe aus dem Königreich Gottes und du wirst alles erhalten. Amen. Wir sind hier in Kalkutta und die Wasserqualität ist hier sehr schlecht. Das Wasser ist total verseucht und wenn die Menschen es trinken, werden sie krank davon. Und jetzt gibt es eine geniale Lösung. Ja, für jeden Haushalt, der nicht unbedingt in einem Apartment ist, sondern irgendwo in einer Hütte, wo kein Wasseranschluss ist, sehr schlechtes Wasser, da kann man einfach das Wasser hier reinschütten und der Filter hat verschiedene Granulate und das ist ein biologisches System, wo das Wasser reinigt und da kommt dann richtig frisches Wasser raus. Und wer möchte, kann so einen Filter einem Haushalt spendieren. Es spart Medizin, es spart Krankenhausaufenthalte. Es ist wirklich ein Segen und das Ganze ist wartungsfrei. Man braucht keine Ersatzteile, sondern der funktioniert immer. Und das Geniale dabei ist noch, er braucht keinen Strom, weil in den Häusern bzw. Hütten, sie haben keinen Strom. Und so ist das eine geniale Sache für diese Menschen hier. Ja, frisches Wasser. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.